Willkommen bei Bogitas. Ich bin Kim und ich zeige euch heute, wie man einen Apfel schneidet. Willkommen bei Bogitas. Ich teste heute, wie man Äpfel schneidet in Schwarmform. Heute teste ich mal wieder ein Lifehack für euch. Und zwar geht es diesmal darum, aus diesem wunderschönen Apfel einen Schwan zu schnitzen. Übrigens haben wir das nicht von Emre geklaut, sondern dieses Mal von Grant Thompson. Viel Spaß! Äpfel! Oh nein, ein wildes Äpfel! Fang es! Nein, es flüchtet! Nein, Spaß! Wir fangen jetzt an und zwar müsst ihr zuallererst euren Apfel in der Mitte durchschneiden, aber weil das natürlich ein Schwan ist und kein Butterbrotapfel, müsst ihr den in schräg einmal in der Mitte durchschneiden und nicht so mittig, sondern quasi so. Und jetzt haben wir eine Hälfte mit dem Strunk und eine Hälfte mit dem Popo. Messer rein, Kern raus, fertig. Und dann brauchen wir zwei Messer, weil das sind jetzt quasi unsere wegweisenden Abstandhalter, die uns die perfekten Proportionen vorgeben. Und zwar schneiden wir jetzt einmal hier an dem Strunk vorbei, also an dem Arsch vorbei. Ich drehe das mal um, damit ihr sehen könnt. Da, an dem Po vorbei und so tief, bis wir quasi auf den Messern sind. Das heißt, wir schneiden einmal hier runter. So, ich bin auf dem Messer. Und einmal das gleiche von der Seite. Wunderbar. Und jetzt haben wir eine Ecke aus diesem Apfel geschnitten. Die brauchen wir gleich wieder. Und das machen wir jetzt auch noch einmal auf der anderen Seite. Stellen wir jetzt dieses reizende Geschöpf einmal zur Seite und kümmern uns um unsere beiden kleinen Dreiecke, die wir hier gemacht haben, die natürlich beide genau gleich groß sind. Und aus denen schnitzen wir jetzt die Flügel des Schwans. Wir schnibbeln jetzt hier wieder und das wird eine ganz schön blöde Angelegenheit. Ich versuche es mal mit dem kleinen Messer, sonst töte ich gleich meine Hände. Die Flügel aus dem Viech. Und das machen wir dann quasi von beiden Seiten, sodass wieder ein Dreieck daraus entsteht, was wir dann wieder da rausnehmen können. Oh Wunder, wer hätte das gedacht? Kinder, macht das nicht alleine zu Hause, das ist ganz schön gefährlich. Naja, das hat ja funktioniert. So, jetzt haben wir hier so ein, Teil. Das machen wir jetzt so lange, bis es nicht mehr geht, also bis es quasi alles verschnitzt ist, so nenne ich das jetzt mal. Das wäre dann quasi Flügel Nummer 1, sieht brillant aus. Und das machen wir jetzt einfach nochmal genauso mit der anderen Hälfte, nur glaube ich, dass der nicht so groß wird, der Flügel, weil die Hälfte so klein ist. Ich bin ein Künstler. So, jetzt können wir die Flügelchen schon mal platzieren. Und zwar ist dieser Strunk hier quasi das Hinterteil. Und die beiden Hälften kommen jetzt da drauf. Und jetzt müssen wir hier vorne quasi Platz schaffen, damit der Kopf danach herein kann. So, immer doch. Also das ist definitiv der schwierigste Teil von diesem ganzen Bastelscheiß. Jetzt haben wir einen Schwan ohne Kopf und den müssen wir jetzt noch machen. Deswegen braucht ihr jetzt natürlich die zweite Hälfte, weil sonst wäre kein Apfel mehr da. Ihr braucht wieder eure beiden Messer und dann schneidet ihr von eurem Apfel so ein paar Slices. Oh, ein cooles Wort. Scheiße. Ich glaube, dieses Stück hier lässt sich ganz gut benutzen. Ihr braucht nämlich eins, das so eine Herzform hat. So, wir schneiden einmal quasi hier direkt an dem Knick vorbei und dann schneiden wir einmal gerade, so dass wir hier ein Dreieck rausnehmen können. Dann schneiden wir hier nochmal schräg ab und falls jemand das nicht erkennt, das ist kein Elefant, das ist jetzt der Schwan. Und den machen wir jetzt mal noch ein bisschen hübscher, damit er auch aussieht wie ein Schwan und nicht wie ein besoffener Elefant. So, jetzt bauen wir jetzt hier noch ein Auge rein und zwar nehmen wir dafür ganz natürliche Kerne. Ihr platziert jetzt den Kern so, wie ihr euer Auge gerne hättet und dann drückt ihr das, wenn ihr zufrieden seid, mit dem Tafelmesser einmal in das Fruchtfleisch. Jetzt müsst ihr euren Kopf nur noch in euer schönes Loch stecken und ich habe das Gefühl, dass mein Loch viel zu groß geworden ist. So, Freunde, fertig ist euer Schierungeheuer. Ich bin der Meinung, das sieht schon ziemlich scheiße aus. Also jetzt mal ganz im Ernst. Diese Technik mit den Flügeln, die finde ich echt süß. Das sieht auch niedlich aus. Aber der Kopf und so, also ich meine, da muss der schon echt nicht so blöd sein wie ich, damit das schön aussieht. Ich beiß jetzt dem Ding einfach den Schädel ab. Da ist noch ein Kern drin, ne? Den finde ich schon. Tschüss.